Ja, morgen kommen wieder alle wichtigen Menschen zusammen, um die Banken zu retten. Bankenkrisengipfel bei Angela Merkel. Der Rettungsschirm hat höchste Priorität. Ein Gesetz wurde dafür extra geschaffen, das Finanzmarktstabilisierungsgesetz. Nur wie das Gesetz zustande kam, ist nach Report München Recherchen äußerst fraglich. Und Kleinanleger bleiben auf der Strecke. Sabina Wolf. Nur nichts gefallen lassen. So lautet die Devise von Rentner Gustav Gangnus. Er ist ein Opfer der Bankenkrise. 20.000 Euro hat er verloren. Und jetzt geht's zur Versammlung der Lehman-Geschädigten. Riskante Zertifikate hatte ihm seine Bank aufgeschwatzt, wie 50.000 anderen auch. Deutschlandweit treffen sie sich einmal wöchentlich, wie hier in Dortmund vergangenen Donnerstag. Alle haben Geld verloren, keiner ist ein Zocker. Dass gerade die Banken Gelder und Garantien vom Staat erhalten, die Geschädigten aber leer ausgehen, macht wütend. Wo bleibe ich als Bürger und was tut die Regierung für mich als Bürger? Die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Die Volksseele kocht. Es ist eine riesige Sauerei. Ich denke, dass die Politik und die Banken unter einer Decke stecken. Die werden noch einiges von uns hören. Das verspreche ich. Warum Banken retten, Bürger aber nicht? Der Münchner Rechtsanwalt Peter Mattil sieht darin eine Verletzung des Grundrechts auf Gleichbehandlung. Deshalb hat er Verfassungsbeschwerde eingereicht gegen das nach Ausbruch der Finanzkrise verabschiedete Finanzmarktstabilisierungsgesetz. Stein des Anstoßes, der darin enthaltene Paragraph 8, Risikoübernahme. Nach Paragraph 8 des Gesetzes kann der Fonds von Unternehmen des Finanzsektors, also von Banken, erworbene Risikopositionen, insbesondere Wertpapiere, erwerben. Was heißt das jetzt genau? Naja, wenn jetzt eine Bank notleidende Wertpapiere hat, sogenannte toxische Wertpapiere, also solche, die wertlos geworden sind oder gefährdet sind, die können die Banken an diesen Sonderfonds SOFIN verkaufen und dadurch ihr Geld wiederbekommen. Wenn Sie das mit Ihren Fällen vergleichen? Ist es natürlich himmelschreiend ungerecht. Wir haben hier viele Kleinanleger, Rentner, die haben ihre Ersparnisse von 30.000 Euro in Papieren angelegt, die wertlos sind und sie kriegen keinen Cent vom Staat. Der Hamburger Finanzexperte Professor Udo Reifner hält das Gesetz, ja das ganze Finanzkrisenmanagement der Politik, für unausgewogen. Es kranke insbesondere daran, dass die Banken, die eigentlichen Verursacher der Misere, überall ihre Finger drin hätten. Ich kann nachvollziehen, dass die Bürger also entsetzt darüber sind. Das Problem aktuell ist, dass diejenigen, die retten, sich selber retten. Es ist ja nicht der Bürger, der im Augenblick die Konzepte macht, sondern es sind die Banker, die die Konzepte machen. Und die denken da nach wie vor nur an sich und an ihr System. Das beste Beispiel, das Finanzmarktstabilisierungsgesetz selbst. Nach Recherchen von Report München saßen Bankenanwälte beim Gesetzesentwurf mit am Tisch, als Deutschlands Finanzsystem vergangenen Oktober akut gefährdet war. Hier am Potsdamer Platz in der renommierten amerikanischen Kanzlei Freshfields wurde Tag und Nacht am Finanzmarktstabilisierungsgesetz gefeilt, heißt es hinter den Kulissen. Im Telefonat mit Report München räumt die Kanzlei ein, ja, man habe mitgearbeitet am Gesetzesentwurf. Durfte das Ministerium die Kanzlei einschalten? Der Sprecher des Finanzministers erklärt dazu gestern: Wir machen es, dass wir uns beraten lassen durch Expertise am Markt, hier von Kapitalmarktjuristen bei bestimmten Vorhaben. Das tun wir regelmäßig, das tun auch alle anderen Ressorts in den Bereichen, wo ganz besondere Expertise gefragt ist. Der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler hat nachgeforscht. Wurde da unabhängiger Rat eingeholt oder war da noch mehr? Nach unserer Kenntnis hat Freshfields diesen Gesetzentwurf komplett geschrieben. Und das ist ein Skandal. Das hat es in Deutschland so in dieser Form noch nicht gegeben, dass eben eine Rechtsanwaltskanzlei Gesetze schreibt und nicht das Ministerium die Gesetze schreibt, so wie man es eigentlich glaubt. Und deshalb, finde ich, müssen daraus auch Konsequenzen gezogen werden. Mit der Antwort auf die parlamentarische Anfrage von Frank Schäffler teilt das Finanzministerium jetzt mit: Die Kanzlei Freshfields sei seit Ausbruch der Krise für insgesamt 3 Vorhaben beauftragt worden. Pikant:
Freshfields gilt als banknah. Wohin in die Finanzwelt gibt es Verbindungen? In die Suchleiste der Homepage von Freshfields geben wir Bank ein und finden tatsächlich zahlreiche Mandate. So hat die Kanzlei an der Fusion von Hypo Vereinsbank und Unicredito mitgewirkt. Und auch zur Krisenbank Hypo Real Estate gibt es enge Verbindungen. Von deren Kreditverkäufen bis hin zum Kauf der DEPFA, die schon lange zur Kundschaft zählte. Beim Bund der Steuerzahler hält man das für skandalös. Es ist natürlich nicht in Ordnung. Das Gesetz muss in den Ministerien, insbesondere im Finanzministerium, vorentwickelt werden und es muss dann im Bundestag verfeinert werden. Schließlich haben wir ein Parlament und nur das Parlament kann Gesetze verabschieden. Vor dem Hintergrund ist es nicht in Ordnung. Gleichwohl ist es wahrscheinlich schon gut, wenn Fachverstand hinzugezogen wird, aber dass der Fachverstand bzw. das Kanzleien hier Gesetze schreiben, das geht eindeutig zu weit. Die Opfer der Finanzkrise hoffen, dass endlich Schluss ist mit dem Einfluss der Banken auf die Politik. Ihnen half bisher keiner. Jetzt hoffen Sie auf die Entscheidung der Verfassungsrichter. Vielleicht wird das für Sie unfaire Gesetz ja gekippt.